Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zu unserem ersten Streaming-Gottesdienst aus der St. Laurentius-Kirche in Wonsees. Wir senden heute nicht live, ich hoffe, dass das dann ab nächster Woche möglich sein wird. Heute ist der Sonntag Letare, das ist lateinisch und heißt Freue dich. Haben wir noch Grund zur Freude? Ja, haben wir. Zwar ist es wirklich so, dass unsere Gesundheit im Moment am seidenen Faden hängt. Sie ist davon abhängig, dass wir uns an die Maßnahmen halten, die wir uns auferlegt haben, und sie ist davon abhängig, dass wir das Gesundheitswesen aufrechterhalten können. Aber unser Heil ist nicht von Menschen abhängig, auch nicht von Gewalten abhängig. Es ist sicher geborgen in der Hand unseres allmächtigen Gottes. Jetzt folgt das Lied, Ich singe dir mit Herz und Mund. Und der Text wird gleich in diesem Video eingeblendet werden. Wenn Sie sich also trauen, dann singen Sie mit. Und wenn Sie sich nicht trauen, dann genießen Sie den Gesang zur Ehre Gottes. Gott segne unseren Streaming-Gottesdienst. Amen. Wir beten. Gelobt seist du, der Gott allen Trostes. Du weißt, wenn unser Herz seufzt und schreit. Keine Träne übersiehst du. Gelobt seist du, der Gott allen Trostes, dass du immer bei uns bist, dass du unsere Tränen abwischt und uns Zuversicht und Hoffnung gibst. Die letzte Woche, Herr, war verstörend und sie sitzt uns tief in den Knochen. Bitte nimm uns jetzt zumindest für eine Weile unsere Sorge und das Wirrwarr unserer Gefühle. Öffne uns Herzen, Mund und Ohren, dass wir jetzt dein Wort hören und dadurch getröstet und im Glauben gestärkt werden.
Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn und Erlöser, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören die Lesung aus dem Evangelium nach Johannes im 12. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ehre sei dir, Herr. Wir hören das Lied Korn, das in die Erde, gesungen vom Kinderchor des Münchner Kirchenmusikdirektors Andreas Handke. Lasst uns um den Segen des Wortes bitten. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Warum weinen Babys oder schreien Kleinkinder? Das ist manchmal ganz schön schwierig zu beantworten. Hast du Hunger? Hast du Blähungen? Hast du eine Kolik? Zahnst du? Ach, was ist denn mit dir? Es gibt unzählige Auslöser, warum Kinder schreien oder weinen. Aber die Lösung ist ganz oft dieselbe: dass die Mama das Kind auf den Arm nimmt, zärtlich an sich drückt, damit das Kind die Wärme der Mama spürt und den Herzschlag hört. Dass die Mama liebevoll mit dem Kind redet. Es wird die Worte nicht verstehen, aber es wird
die Liebe in den Worten spüren. Es gibt mittlerweile ganz viele Formen von Familie und das ist wirklich gut so. Aber trotzdem, die Mama ist eben die Mama. 9 Monate lang haben wir jeden einzelnen Herzschlag von ihr gehört. Wir lagen in ihren Armen und wir lagen an ihrer Brust. Warum laufen Kinder zur Mama, wenn sie beim Spielen hinfallen? Weil sie sich da geborgen fühlen, weil sie da Trost bekommen, weil sie sich da sicher fühlen. Ich habe 90-jährige Frauen sterben sehen. Deren Kinder haben auf dem Sterbebett zur Mama gesagt, Mama, bitte verlass uns nicht, wir brauchen dich doch. Die Mama ist eben die Mama. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es im 66. Kapitel, freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr. Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen, und euer Herz wird sich freuen. Und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Die Mama ist die Mama. Aber zum Älterwerden gehört auch die Einsicht, dass die Mama nicht immer helfen kann. Je älter man wird, umso größer werden die Herausforderungen im Leben und umso schwieriger werden die Probleme. Und es ist eine schwierige Erkenntnis, dass die Mama nicht immer helfen kann, nicht immer schützen kann und nicht jedes Problem lösen kann. Wir Menschen sind nicht allmächtig, auch wenn es manchmal so scheint. Und angesichts der sozialen, der technischen und der medizinischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte, da könnte man es ja meinen. Aber wir sind es halt nicht. Und das merken wir gerade auf ganz brutale Weise. So was Winziges wie ein Virus hat die ganze Welt lahmgelegt. Die Gläubigen in Jerusalem hatten im ausgehenden 4. Jahrhundert vor Christus auch mit ihrer Ohnmacht zu kämpfen. Die Gesellschaft ist auseinandergebrochen und alles, was früher einmal galt, galt jetzt nicht mehr. Das Miteinander und die Gemeinschaft, alles dahin. Jeder hat nur noch versucht, die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und die Gläubigen, die sich bemüht haben, die schlimmsten Folgen davon abzufedern, die hatten keine Chance. Keine Chance. Menschliche Macht ist endlich. Aber Gottes Macht nicht. Gott hat sich den Gläubigen auf ganz liebevolle Art und Weise offenbart. Er haut nicht drauf und er poltert nicht los. Er lässt die Gläubigen etwas spüren, was sie seit ihrer Kindheit nicht mehr gespürt haben. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott offenbart sich in Trost und in Geborgenheit. Wie ein Kind an der Brust der Mutter sind die Gläubigen bei Gott geborgen. Gott, und das dürfen wir nie vergessen, ist nicht nur unser Vater, er ist auch unsere Mutter. Gott verspricht den Gläubigen, Jerusalem zu einem Ort der Geborgenheit und des Friedens zu machen.
In der ganzen Stadt wird man sich so fühlen, wie sich ein Kind bei seiner Mutter fühlt. In der ganzen Stadt wird man sicher sein und Frieden haben. In der ganzen Stadt wird es einem an nichts fehlen. Jeder wird Überfluss haben. In der ganzen Stadt wird man leben. Man wird gesund sein. Denn Gott wird in dieser Stadt sein. Gott redet hier nicht nur von der Stadt Jerusalem, die 4000 Kilometer von uns entfernt ist. Gott redet auch nicht nur zu den Menschen im ausgehenden 4. Jahrhundert vor Christus. Gott redet vom himmlischen Jerusalem. Er redet von seinem Reich, den Ort, den er auch für uns geschaffen hat. Und er spricht auch zu uns heute. Auch unsere Gesellschaft ist auf eine harte Probe gestellt. Was immer richtig war, ist jetzt falsch. Menschen einfach allein zu lassen, war für uns Christen nie eine Option. Für uns war immer klar, wir treffen uns hier zum Gottesdienst, wir machen was miteinander, wir besuchen einander. Und jetzt sind diese Dinge nicht mehr richtig. Jetzt ist Isolation genau das, was wir tun müssen. Weil wir eine Gemeinschaft sind und weil wir aufeinander Rücksicht nehmen, halten wir uns jetzt voneinander fern. Ob nun aber unsere Gesellschaft daran auseinanderbrechen wird oder nicht, das wird sich erst noch zeigen. Im Moment glaube ich es nicht. Im Gegenteil, ich bin beeindruckt. Freilich gibt es Menschen, die Hamsterkäufe machen und das Klopapier überall wegkaufen. Und es soll sogar Idioten geben, die Arztpraxen und Kliniken bestehlen. Aber im Großen und Ganzen erleben wir einen Zusammenhalt, den ich als alter Pessimist ehrlich gesagt für undenkbar gehalten habe. Zum Schutz der Alten und zum Schutz der Kranken in unserem Land halten jetzt alle zusammen. Alle verzichten sie aufs Reisen, alle verzichten sie aufs Ausgehen, auf die Schule, auf das gesamte öffentliche Leben. Meine Güte, was haben wir in den letzten Jahrzehnten darüber geschimpft, dass es immer nur um die Wirtschaft geht und nicht mehr um den Menschen. Aber jetzt in der Zeit der Not, da haben wir als Gesellschaft entschieden, dass der Mensch vorgeht, mit all den drastischen wirtschaftlichen Folgen, die das haben wird. Hätten Sie damit gerechnet? War das wirklich abzusehen? Oder erleben wir da vor unseren Augen ein Wunder? Uns steht eine schwere Zeit bevor, das steht ganz außer Frage. Aber Gott hat mitten unter uns schon jetzt ein bisschen was von dem verwirklicht, was er durch den Propheten Jesaja verheißen hat. Die Solidarität in unserem Land ist groß. Das Miteinander ist groß. Die Rücksicht so groß wie noch nie zuvor. Wir stehen zusammen, gerade für die Schwachen. Überall in den Gemeinden überlegen sich Menschen, was sie für andere tun können, ohne persönlichen Kontakt zu haben. Vor unser aller Augen, da bin ich überzeugt, geschieht gerade ein Wunder. Schaut hin. Schaut hin. Es heißt jetzt immer wieder, dass das öffentliche Leben heruntergefahren wird. Für viele Menschen wird das eine ungewohnte Stille und Ruhe und damit auch Einsamkeit sein. Aber gerade euch lasst gesagt sein, Gott ist nicht nur unser Vater, er ist auch unsere Mutter. In dieser Stille liegen nicht nur Sorgen. Und im Nichtstun liegt nicht nur Unruhe. Darin liegen auch Geborgenheit und Trost bei Gott. Auch zu euch sagt Gott, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und darum sucht Gott, redet mit Gott und lasst euch auf ihn ein. Es gibt unzählige Auslöser, die uns in Angst und Schrecken versetzen. Und diese Pandemie ist nur gerade
ein besonders großer Auslöser. Aber die Lösung ist immer dieselbe. Den Armen Gottes gibt es Geborgenheit. Wir tun jetzt alles, was in unserer Macht steht, um Leben zu retten. Und dennoch müssen wir damit rechnen, dass Menschen sterben werden. Wo aber unsere Macht endet, da endet die Macht Gottes nicht. Gott hat sich über seine Gläubigen erbarmt. Er hat sich über uns erbarmt. Und er hat sich auch über sie erbarmt. Gott lässt keinen Christen verloren gehen. Das ist sein Versprechen an uns. Das ewige Leben für alle, die an ihn glauben. Da werden wir Geborgenheit und da werden wir Frieden haben. Wir werden uns fühlen wie ein Kind an der Brust seiner Mutter. Es wird uns an nichts fehlen. Wir werden Überfluss haben. Wir werden leben. Wir werden gesund sein. Denn wir werden bei Gott sein. Amen. Auch in den größten Krisen erfahren wir Gottes Segen. Nicht nur da, wo er die Krisen wegnimmt, sondern mitten in der Krise und mitten in der Not. Das nächste Lied ist mitten im 30-jährigen Krieg verfasst worden. Nun danket alle Gott. Folgendes ist noch bekannt zu geben. Alle kirchlichen Veranstaltungen einschließlich Gottesdienste entfallen bis mindestens 19. April. Beerdigungen dürfen vorerst weiter stattfinden, allerdings nur im engsten Familienkreis und die Trauerfeier muss direkt am Grab stattfinden. Unsere Kirche ist für Sie tagsüber geöffnet von 10 bis 19 Uhr. Ich komme Sie, da bitte ich um Verständnis, an Ihrem Geburtstag nicht mehr
besuchen. Stattdessen rufe ich, falls ich Ihre Telefonnummer habe, bei Ihnen an. Dann können wir ein bisschen miteinander plaudern. Solange ich gesund bin, bin ich auch Tag und Nacht für Sie telefonisch erreichbar. Meine Telefonnummer finden Sie im Gemeindebrief und auf unserer Internetseite www.kirche-vonsees.de. Ich werde jetzt jede Woche ein Schreiben aufsetzen. Es handelt sich um einen Bibeltext mit einer ganz kurzen Auslegung. Unsere Kirchenvorsteher werden das in jedem Haushalt, bei jedem Haushalt in den Briefkasten werfen. Das Schreiben richtet sich tendenziell eher an die Älteren in der Gemeinde. Es dürfen und sollen natürlich gerne alle lesen. Und wer nichts damit anfangen kann, gibt es bitte an einen Menschen weiter, dem das vielleicht gut tut. Sie können das Schreiben auch auf unserer Internetseite www.kirche-vonsees.de herunterladen, ausdrucken und einem Menschen geben, von dem Sie denken, er kann es gebrauchen. Das ist mein erster Streaming-Gottesdienst heute. Wir senden nicht live, vielleicht ist das ab nächsten Sonntag möglich. Ich arbeite dran, wenn Sie das denn gerne wollen. Wenn wir sowas regelmäßig machen sollen, dann schreiben Sie es mir bitte in den Chat oder in die Kommentare oder schreiben mir eine E-Mail. Schreiben Sie da bitte auch alle Wünsche und Verbesserungsvorschläge rein. Das war ja jetzt kein kompletter Gottesdienst, mehr so eine Art Andacht. Wollen Sie einen kompletten Gottesdienst? Einfach schreiben. Ich habe diesen Gottesdienst unter völliger Missachtung des Urheberrechts gestaltet. Das heißt, ich habe fremde musikalische Werke verwendet. Das würde ich in Zukunft aber gerne vermeiden. Wenn es also da draußen jemanden gibt, der Musik hat, die wir in diesem Gottesdienst einspielen können, weil er Orgelaufnahmen von sich gemacht hat oder irgendetwas anderes und es mir gerne zur Verfügung stellen würde, ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Ich bin auch für jede andere Unterstützung dankbar, was diese Gottesdienste am Laufen halten lässt. Ganz besonders würde ich mich über Tipps freuen, was wir als Kirchengemeinde jetzt noch tun können, um das kirchliche Leben aufrechtzuerhalten und um die Menschen mit Gottes Wort zu versorgen. Besonders würde ich mich freuen, wenn Sie einen Vorschlag haben, wie wir als Kirchengemeinde Ostern feiern können, ohne dass wir uns hier in der Kirche versammeln können. Der Wochenspruch für die heute beginnende Woche lautet: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Nun lasst uns miteinander und füreinander beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater und gute Mutter, vielen Dank für alles Gute, das du uns von Kindesbeinen an bis hierher getan hast. Danke für die vielen schönen Momente, die du uns in unserem Leben geschenkt hast. Und danke für allen Trost, den wir schon erfahren durften. Wir sorgen uns um die Kranken und um die Alten. Bitte nimm dich ihrer an. Schütze sie. Danke für die Solidarität, die du unter uns geschaffen hast. Hilf uns, sie aufrechtzuerhalten. Viele Menschen tun gerade alles, was in ihrer Macht steht. In der Politik, in der Verwaltung, in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, in der Lebensmittelversorgung und in der medizinischen Forschung. Bitte nimm dich ihrer an. Schütze sie. Gib ihnen Besonnenheit und einen scharfen Verstand. Gib ihnen Ausdauer. Und tröste sie, wenn sie ans Ende ihrer Kräfte und ans Ende ihrer Möglichkeiten kommen. Uns steht eine schlimme Zeit bevor. Darum bitten wir dich, tröste uns, wie einen seine Mutter tröstet. Lass uns geborgen sein bei dir. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.